Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wir sind zurück in Elden Ring, ein bisschen. Bevor es zum DLC geht, dachte ich, will ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen sehen, weil wenn das DLC rauskommt, habe ich keine Zeit, mir dann sonst wo noch irgendwelche Sachen anzugucken. Und außerdem hatte ich Lust, nochmal reinzugucken. Ja, also, wo ich auf jeden Fall noch schauen will, was da geht, ist in einem dieser Türme ganz unten drin. Das war hier, da habe ich den Boss noch nicht besiegt. Und da weiß ich nicht, was dahinter ist. Und das möchte ich mir angucken. Dauertoter Thorsten, grüß dich, hi. Muss ich erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen, weil ich bin ja voll in Sekiro eigentlich so richtig drin gerade. Aber ich bin eigentlich, mittlerweile bin ich ja doch recht mächtig geworden. Und ich kann mich eigentlich auch echt wirklich treffen lassen, ja. Der hatte mir wesentlich mehr Probleme bereitet das letzte Mal. Kapuze der... hi, was machst du denn hier? Gehst du wieder zurück? Okay. Ah, kommst du? Okay, nee. Gut. Dann schauen wir mal, was hier sonst noch so ist. Hier gibt's eine Kiste. Okay, alright. Was ist hier drin? Großschwert der Gottestöterin. Großschwert der Gottestöterin. Ein Glaubensschwert. Schwarze Flamme der Königin. Das sieht ja cool aus. Entfacht die göttertötende schwarze Flamme in der Klinge und führt einen sichelförmigen Schlag aus. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Die schwarze Flamme verringert eine Zeit lang Lebenspunkte. Nee, LP? LP? Doch, Lebenspunkte. Ja. Aha. Na ja, gut. Ein Schwert. Also gut, haben wir das auch gesehen. Die ist eigentlich ganz cool, okay. Muss man sich natürlich auch entsprechend skillen dafür. Okay, das wollte ich mal sehen, was hier noch drin ist. Dann würde ich mir gerne hier, die Ecke hier unten würde ich mir gerne mal noch angucken. Ich glaube aber vorher, aber da bräuchte ich jetzt Hilfe tatsächlich. Wo finde ich noch einen dieser magischen Steinschwertschlüssel, dass ich den letzten dieser Türme aktivieren kann? Weil da weiß ich noch nicht, wo ich ankomme, wenn ich den aktiviere. Niklas, grüß dich. Und dann hat mir der Thorsten einen Map-Ausschnitt geschickt. Ich glaube, da müsste ich hin für eine Höhle, in der es irgendwie eine Waffe gibt oder so.
Ich glaube, das mache ich jetzt zuerst. Ich schau mal, wie ich dorthin komme. Du hast einen Namen genannt. Okay, dann hab ich nach der Höhle gegoogelt danach. Dann habe ich gegoogelt und der Thorsten hat gesagt, wie sie heißt, die Höhle. Theoretisch würde ich vermuten, dass es hier irgendwo ist. Ist jetzt die Frage, oder ist es obendrauf? Stimmt, es ist so ein Grab. Das da müsste es dann sein. Was war das? Warum hat es hier so getan? Wissen wir nicht. Okay, na gut. Ich sehe gerade, ich habe 154.000 Runen. Die sollte ich vielleicht ausgeben. Ihr müsste ja ein... Ja, perfekt. Guck mal an, da kann ich dann... Da kann ich... Das Auge der Bestie zittert. Da weiß ich immer noch nicht, was das soll. Warum hier sowas... Wo mir solche Dinge angezeigt werden. Stufenaufstieg. So. Ah, das ist eh nur ein Level. Okay. Gut. So wenig Runen für ein Level. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ah, er dreht hier unten um. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh. Das ist so ein Scheiß hier, diese Gräber, die so funktionieren. Oh, okay. Ah. Da unten ist alles voll mit Lava. Hä? Wie soll denn das hier jetzt funktionieren? Nee, 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 nee. Wow, ich bin drüber gehüpft. Okay. Ich hoffe, ich sterbe hier jetzt nicht. Ja, ich sterb. Ah, nee, tue ich nicht. Oh. Okay. Oh, da ist noch eins. Nein, 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 nein. Oh. Was bist du denn für einer?
Mantis-Klinge. Das ist einfach so eine ätzende Angelegenheit hier, ne? Hier werde ich als Cheater bezeichnet. Ich habe vielleicht manchmal ein kleines bisschen Glück. Hi, wer bist du? Nerv nicht. Bluthund-Rüstung, okay. Gelmir-Ritterhelm. Okay, cool. Cool, cool, cool. So, jetzt haben wir ein Problem. Weil hier komme ich ja nicht zurück, oder? Und runter komme ich hier sicherlich auch nicht. Ich bin verwirrt. Habe ich irgendwo was übersehen? Ach, hier. Eine Leiter. Ja, das mit den Leitern. Leute, ey. Lasst mich mal ordentlich schauen, wie das hier aussieht. Oh, okay. Ja. Nehme ich, nehme ich. Ah ja, guck mal. No! Okay. Nochmal. Warum ist er denn jetzt so weit vorgehüpft? Mann, 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 Mann. Mal sehen, wie viele Versuche ich jetzt brauche, um auf diesen Balken drauf zu kommen. Naja, geht. Läuft. Jetzt da rein. Oh, no, 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 no. Wie viel Schaden macht das? Nicht so viel? Okay, ich kann mich einfach nur nicht bewegen. Nice. Das hat ganz gut funktioniert. Hallo?
Okay, let's go. Wir haben eine Marika-Statue. Alles easy. Ach, guck an, heldenhafter roter Wolf. Ja, dich kenne ich doch. Grüß dich. Yep. Okay. Du Saubazi, komm her jetzt. Bluthund Ritterasche, okay. Ja, das ging doch klar. Todeswurzel. Und nun sucht die Waffe. Ja, muss ich hier unten bleiben, Thorsten? Ist die hier unten irgendwo? Man muss durch Lava rennen, das weiß er noch. Aber man muss ihn zuerst killen, oder wie? Den Fuchs. Unverkennbar. Okay. Ha. Komme ich hier wieder drauf auf den? Ja, es könnte reichen. Es könnte reichen, dass ich da drauf hüpfen kann. So, ich guck mal nach. Da ist ein Eingang. Auf der Höhe. Da sind zweimal so Eingänge. Einmal dort. Also auf der rechten Seite ist kein Durchgang. Wie sieht's auf der jetzt rechten Seite aus? Da habe ich jetzt auch keine Durchgänge gesehen. Da auch nicht. Also Thorsten, es tut mir leid, aber einfach random durch Lava rennen werde ich jetzt nicht. Wenn du mir nicht sagen kannst, wo ich gucken muss, dann ist es mir relativ egal. Weil hier sehe ich jetzt kein nichts Erkennbares. Dass es irgendwo weitergehen würde oder hochgehen würde oder irgendwo eine Leiter drin wäre oder. Vom ersten Gang mit dem Streitwagen setzt ihr den Weg nach unten fort und müsst am Ende die Lava durchqueren. Die Waffe liegt am Ende eines Ganges im Raum auf der linken Seite. Und gerade das Hänge vom ersten Gang mit dem Streitwagen. Also bin ich hier auf dem Streitwagen eh falsch. Also muss ich wieder. Wow. Er killt einen auch, wenn er steht. Gut. Muss ich eh wieder nach oben in dem Fall. Dann muss ich ja von oben. Der erste Gang mit dem Streitwagen. Den Weg nach unten fort.
ersten Gang und setzt ihr den Weg nach unten fort und müsst am Ende die Lava durchqueren. Hier? Also hier war ich ja noch nicht jetzt. Raum auf der linken Seite, ja, da bin ich ja jetzt quasi. Also das würde ja theoretisch passen. Aber ich bin nicht durch die Lava durch. Also ich glaube fast, dass es eher darum geht, hier noch weiter runter zu gehen. Ich glaube, es geht eher darum, dass ich hier nach unten durch die Lava laufe. Hey Miku, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich hab's gefunden. Beringter Finger. Das ist eine Waffe. The fuck? Ein Hammer. Geil. What the fuck? Klauenschnipsen lässt den Finger anschwellen, um seine Kraft zu bündeln und verpasst euren Gegnern dann einen gewaltigen Schnipser. Oh mein Gott! Ah, ist das geil! Zack! Wie geil ist das denn? Oh mein Gott! Hier, das ist ja der Shit! Ach du Scheiße! Ah, geil! Sehr cool. So, haben wir das auch mal gesehen? So, dann würde ich mir gerne angucken, was es hier gibt. Aber vorher. Oh, da muss ich jetzt überall an jede Kirche hingehen und schauen, ob ich da schon war, ne? Na gut. Wo sind die? Also da, wo ich eine Gnade aktiviert habe, werde ich ja schon gewesen sein. Wie sehen die denn aus auf der Karte, diese Kirchen? Wo weiß ich, wo eine ist? Wo weiß ich, dass eine da ist? Ich möchte gerne meinen Flakon vollständig upgraden. Und dafür muss ich... Ist das hier so eine? Dritte Kirche von Marika. Ja, genau, die Kirchen von Marika. Das müssten die doch sein. Ja, dort kriege ich doch diese
Tränen. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh. Wo sind die denn überall? Und wie sehen die aus, die ich noch nicht gefunden habe? Ah, und dann möchte ich unbedingt da unten einmal in diese Höhle reinlaufen. Einfach um den anderen Weg mal gesehen zu haben, den man zum Baum laufen kann. Wie sehen die Kirchen aus? Kann ich das irgendwie ausmachen? Sepp, grüß dich, hi. Oh, ich glaube, ich muss halt echt... Ich muss mir eine Map raussuchen. Ich muss, glaube ich, tatsächlich mir eine Map raussuchen und schauen. Da wäre jetzt irgendwie ein Notebook nicht schlepp. Nicht schlepp. Jetzt habe ich... Ich habe im Chat gerade Sepp gelesen und wollte nicht schlecht sagen. Ah, geil. Oh Mann. Ja, da muss ich mir eine Map besorgen. Jetzt bin ich gerade am Schauen, ob ich irgendwo ein Notebook habe. Hört Hübschi zu? Einmal Limgrave. Dreimal Weeping Peninsula. Dreimal Ionia. Zweimal Altus. Zweimal Berggipfel. Einmal Caelid. Okay, Caelid. Ist das hier die da in Caelid? Schwelende Kirche? Nee, das sind doch immer die Kirchen von Marika, oder? Kirche der Seuche? Nee, in dem Fall nicht. Dann könnte es... Dann, also Caelid vermute ich, dass ich schon hab. Und was ist Weeping Peninsula? Da bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Nee, hier war keine Träne, glaube ich. Die sind doch immer bei diesen Marika. Groß, bei den großen Marika-Statuen. Hier zum Beispiel. Und Sweeping Peninsula gibt's gar nicht. Ach so. Das hier. Also, vierte. Da habe ich eins. Wahrscheinlich zwei. Zwei von drei. Ja, ich muss mir da eine Map besorgen. Auf dem zweiten Bildschirm. Das macht hier sonst gar keinen Sinn. Da suche ich mir einen Wolf und das ist überhaupt nicht toll anzuschauen und ich suche mal ganz schnell eine raus. Auch wenn mir das dann den halben Chat verdeckt oder so. Interaktive Map, jawohl. So, und jetzt ist die Frage... Ja, Leute, jetzt ist die Frage. Spirit Ashes Spell Sites, die heißen noch Tears, irgendwas. Talismans, Upgrade Materials. Nope, die sind's nicht. Side of Grace Shields, Remembrance. Wo kann ich denn hier detaillierter jetzt aussuchen, was ich haben will? Flask Upgrades, da.
Was ist das? Faith Knot Crystal Tier. Schauen wir uns auch an. Also. Ach so, das sind die. Ah, ja, ja, ich weiß schon, was das sind. Für den, die brauche ich nicht. Also Flask Upgrades. Dann sind es nur die, ne? Weil die Seeds, weiß ich nicht. Wenn auf dem Weg mal irgendwie einer zu finden ist. Da bei der Kirche, da und da. Gut. Hier, ah, guck mal, da war ich noch, glaube ich, noch gar nicht. Dann hier ungefähr, zack. Und irgendwo halt hier. Fangen wir hier an. Ja, die habe ich, die war hier. Die ist durch. Dieser dämliche Finger. So. Dann habe ich die wahrscheinlich auch. Ja, da liegt auch nichts mehr. Der wird 100 pro dort gewesen sein, auch wenn mir die Map hier angezeigt hat, dass es auf der Seite irgendwo wäre. Das ist ja Quatsch. Warum sollte das Ding hier irgendwo liegen? Gut, und dann noch die da oben in der Mitte. Rarav, grüß dich, hi, und danke für den Follow. So, wie komme ich jetzt da rauf? Ich laufe einfach mal außen rum und schau mal, wie ich da hochkomme. Hier nicht. Laufe ich mal andersrum. Was war Maximum plus wie viel? Meine ist plus 7 aktuell. Max war, glaube ich, plus 12. Okay, da fehlen mir dann aber schon auch ein paar, ey. Ich hoffe, ich komme hier jetzt relativ easy irgendwie rauf. Das war mir gar nicht aufgefallen, dass ich hier in der Ecke vermutlich nicht war. Oder doch? Hier geht's nach oben. Gelbe Glut, okay. Die wahnsinnigen Ratten befallen von der irren Flamme. Ne, wie heißt das? So, hier irgendwo müsste es sein. Haha, guck mal. Heilige Träne, läuft. Haben wir die in Sweeping Peninsula Pani Panansula gefunden. Sehr gut. So, Limgrave gehe ich davon aus, die habe ich. Weil das ist hier die vierte Kirche von Marika. Da muss ich gewesen sein. So, dann Kelid. Gucken wir nochmal. Also, gehen wir auf die Map. So, genau, da nämlich. Und in der Church of the Plague. Aber die werde ich ziemlich sicher haben. Wir gehen sie trotzdem einmal ab, um ganz sicher zu gehen, dass wir hier nichts verpassen.
Also, die habe ich. Keine mehr da. Seval, grüß dich. Hi. Hey, Leute, alles schön, dass ihr am Start seid. Was geht hier heute wieder ab? Kirche der Seuche. So, aber da, wenn da eine Gnade aktiviert ist, dann habe ich auch die Träne geholt. Ja, Träne ist geholt. Dann haben wir dreimal, drei Stück in Lyonia. Wir schauen mal kurz. Also, wo sind die? Da unten. Die habe ich ziemlich sicher geholt, aber werde ich mir nochmal anschauen. Und dann hier oben. Ah, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die beiden habe. Okay, schauen wir mal. Also, eine müsste irgendwo hier sein. Und dann haben wir hier eine. Die habe ich, glaube ich, nicht. Aber die glaube ich schon. Oh, hier gewittert es gerade. Wenn ich jetzt nachher gleich einfach weg bin, dann tut's mir leid. Bei mir ist die letzten anderthalb Tage die Hölle auf YouTube ausgebrochen. Na, es ist eigentlich nicht die Hölle, weil die Hölle wäre ja was Schlechtes. Es ist die Hölle los, muss man sagen. Ja, das hier habe ich. Das ist voll krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Tarkov-Videos so heftig abgehen. In dem Fall werde ich auch ab und zu Tarkov-Videos jetzt machen. Yep, hier habe ich sie auch. So, und jetzt ist die Frage wahrscheinlich hier drüber. Ich glaube, ich habe gestern 21 Abonnenten gemacht. Das zweite Video fandest du gut. Ja, dumm gelaufen. Ach, so peinlich, ey. So peinlich. Oh. Wait. Ja, die Hühner sind geil, oder? Das ist das Beste an dem ganzen Video. Oh Mann. Ach ja, ich hatte Einstellungen verändert, weil ich was getestet hatte und dann rumgespielt und danach nicht getestet, ob wieder alles gut ist. Ja, und dann hat es keinen Game Sound aufgenommen und deswegen hatte ich dann keinen Game Sound in einer Tarkov-Aufnahme. Ob das denn Schwamm war? Ah. Ja. Tarkov wird's aber ziemlich sicher erstmal. Also ich muss schauen, aber ich denke, ich werde es erstmal. Ach, hier bin ich nicht hochgekommen. Ich erinnere mich. Ich bin hier nicht hochgekommen. Wie komme ich denn da rauf? Deswegen war ich da nie oben. Ey, noch voll die Ecken hier am Entdecken. Das gibt's doch gar nicht. Und da sich das reimt, ist es gut. Denn wir alle wissen ja, was sich reimt, das ist gut. So, wenn ich das jetzt richtig auf der Karte gesehen habe, müsste ich hier vorne. Ah, das ist auch irgendwie mies, ne?
Da reitet einer an dir und deinen Kumpels vorbei, tötet einen deiner Kumpels und reitet einfach weiter, ohne ein Wort zu sagen, ohne irgendwas. Was ist er? Ah, der hat nur ein Käppchen auf dem Kopf. Ja, total verrückt, ne? Tarkov, das war eigentlich wirklich nur so als zwischendurch mal geplant und... gar nicht so als regelmäßiges Format oder wiederkehrend. Aber nachdem es jetzt so gut gelaufen ist... Was ist denn das? Ich hab doch gar kein rasende Flammeende. What the fuck? Sauron? Warum ist Sauron hier? Sollte ich mir das mal angucken? Was ist das? Nee, ich sterb hier, wenn das voll ist. Scheiße. Nee, ich sterb nicht. Doch, ich werde jetzt hier sterben. Es macht mich wahnsinnig. Kann mir auch mal einer sagen. Was zum Teufel? Kannst du bitte nicht? Stopp. Dorf der rasenden Flamme. Ach, guck mal an. Das wäre ja auch witzig gewesen, wenn ich hierher gekommen wäre. Das ist ja geil, ey. Total abgefahren. Da vorne ist es. Kommt man hier rauf und wird von Sauron begutachtet und dann wahnsinnig gemacht? Was ist das jetzt hier? Warum steige ich ab? Könnten Sie mich bitte nicht wahnsinnig machen? Hör mal auf jetzt! Danke. Saftsack. Fingerabdruck Traube. Fingerabdruck Traube. Ah, der gelb entzündete Augapfel des Ritter Weig von einem grässlichen Fingerabdruck bedeckt, ähnlich denen, die seinen ganzen Körper entstellten, bietet man ihn der blinden Jungfer an, führt er sie zur Quelle des entfernten Lichts, so dass sie zur Fingerjungfer werden kann. Genau, das war ja da noch, gab's noch eine andere Questreihe. Kann ich das jetzt noch machen? Nee, ne? Gib mir das. So, damit wäre auch Liurnia abgeschlossen. Dann haben wir noch eine in... Jetzt muss ich kurz gucken. Ich glaube, es war eine oben im... Hier sind auch zwei. Sind es nur zwei oder waren es mehr? Was hatte Sepp geschrieben? Zweimal Altus.
Zweimal Altos, also die beiden. Ich denke mal, ach, die habe ich vielleicht nicht. Weiß ich nicht. Und die werde ich haben. Gut, schauen wir mal. Ja, genau. Kirche der Sturmrufer und da unten, da war ich nicht. Okay. Trotzdem schaue ich kurz hin. Gerade sagen. Kommst du bitte? Was das für Mechanismen sein müssen, ne? Die hier unten arbeiten. Dass die hier so ein riesen Steinding rauf und runter schieben können. Oder läuft das so wie so in so einem Harry Potter Kofferraum? Dass das gar nicht so groß ist da unten. Ah, hier sind wieder die Donnerziegen. Die sind geil. Beste Ziegen im Spiel. Yep, die habe ich. Oh, hier ist noch eine Kiste. Hi. Ist das deins? Ey! Was ist hier drin? Was versteckt ihr vor mir? Segen des Drachenblitzes. Alrighty. Einfach nur, weil ich's kann. Weil ich mittlerweile einfach übermächtig bin. Wollte ich mal so einen Ritter verprügeln jetzt. Ja, und jetzt muss ich irgendwie hier hin. Ich hätte ja noch die zwei hier oben auf der Treppe. Waren die hier? Ich glaube, die waren hier, ne? Oder waren die hier? Da waren so zwei Ritter. Oder waren die ganz woanders? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die waren hier. Zwei so Reiter, die dann, die einem dann hart auf den... auf den Segges gehen. Ja, einfach hier so geradeaus ein bisschen. Geh mal oben rum. Mal lieber bin ich zu hoch als zu tief. Von oben kann ich eventuell einfach runterdroppen. Von unten muss ich mir dann irgendeinen Weg suchen, um wieder nach oben zu kommen. Aber das sieht so aus, als könnte ich hier vorne. Ja, das passt. Was bist du denn für eine hässliche Töle? Du hast Scharlachfäule, gefällt mir gar nicht. Habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Zweite Kirche von Marika. Let's go. Vielen Dank. Was spawnt hier? Hi! Blutiger Finger. Läuterkristallträne. Eleonoras Stangenwaffe. Cool. Danke. Aber ihr legt euch leider mit jemandem an, der mittlerweile richtig ziemlich hart OP ist. Lol, der Turm sieht ja auch geil aus. Brauche ich aber nicht. Ist für Zauber. Will ich nicht.
Gut, haben wir die zwei in... Maus, da, nee, warte, Hilfe, jetzt, Moment, hierhin. Haben wir die zwei im... in dem Gebiet gefunden. So, hier ist keine. Im Vulkan gibt's keine. Okay. Dann ist hier in der Stadt ist auch keine. Hier sind noch ein paar so Seeds, aber habe ich die? Brauche ich die alle? Nee, die brauche ich nicht. Und jetzt haben wir drei im Gipfel, hieß es, glaube ich. Habe ich dann schon alle? Dreimal Ionia, zweimal Altus habe ich, einmal Kaelid habe ich. Nur noch die zwei im Berggipfel. Okay, nice. Also, hier oben, da war ich auf keinen Fall, war ich dort. Und hier? Nee, da war ich auch nicht. Also da, wo der, da bei dem Eisdrachen müsste das sein. Ja, beim Eisdrachen hinten drin und da, wo der dämliche Riese in der Nähe ist. Chat aufgrund von Scrollen aufgehalten. Das wollen wir natürlich nicht. Ich will natürlich lesen, wenn ihr was schreibt. So, also gut, die letzten zwei. Kommt das hin auf plus 12 mit zweien? Ja, ich bin bei 9, einen habe ich im Inventar, ja. Warum ist hier eigentlich so ein Schaf? Geisterschaf. Warum sind hier überhaupt irgendwelche Geisterviecher unterwegs? Da wäre es vielleicht klüger gewesen, von der anderen Seite hinzureiten. Jetzt ist es schon zu spät, jetzt bin ich schon auf dem halben Weg, ne? Na gut. Wenn... Hübschi heute kein Dark Souls spielen möchte... Dann hätte ich vielleicht noch Lust, ein bisschen Sekiro zu machen. Von 0 auf plus 1 ist fast die gleiche Zunahme wie von plus 7 auf plus 12. Ach so, mal, okay, verstehe. Es gibt mir jetzt nicht so ein krasses Upgrade am Ende hier. Alles klar. Passt schon. Alles gut. Das wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn du jetzt nichts geschrieben hättest. Hier durch dieses Schneegebiet, da bin ich so durchgerannt, ne? Ach, kommt hier der nächste. Der nächste blutige Pisskopf an. Kommen Sie, blutiger Finger. Nimm die Waffe bitte beidhändig. Komm, ey. Weich nicht dem Unausweichlichen aus. Danke. Ein
Blutige Ströme. Oh, warte mal. Das ist, glaube ich, eine der Waffen, die sehr abgefeiert wird. Fünf Stufen Flast Upgrade. Von 700 auf 810 HP. Das ist wirklich erstaunlich wenig in dem Fall. Aber wie gesagt, mir wäre es wahrscheinlich jetzt gar nicht aufgefallen. Gut. Haben wir das auch erledigt? Berüchtigt. Ja, genau, berüchtigte Waffe, die irgendwie, keine Ahnung, total krass ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Noob-Waffe von Elden Ring oder so. Kann das sein? DLC-Bosse ganz viel Bleed-Resistance. Ja, da ist dann meine Keule natürlich auch nicht so geil. Rivers of Blood und Moonveil sind die PvP-Lame-Weapons. Ah, okay. Verstehe. So, was haben wir denn noch jetzt? Genau. Könnt ihr mir sagen, wo ich noch so einen Steinschwertschlüssel für diese magischen Türme herbekomme? Ich würde mir gerne mal angucken, wo mich der letzte hinführt. Manche Händler verkaufen die. Ah. Da oben ist eine Kiste drauf. Nee, warte mal, sind das nur drei? Dann sind alle offen. Der ist offen. Da war ich drin. Der führt mich, glaube ich, zum Startgebiet. Wo der mich hinführt, weiß ich nicht mehr genau. Ah, der ist noch zu. Okay, und der oberste, der hatte nur die Kiste. Lohnt sich das? Nee, der führt mich... Der führt mich wahrscheinlich einfach nur vor die Tore von Raya Lucaria. Dann gehen wir mal durch den Tunnel, weil es mich interessiert. Weil mich der andere Weg, wenn man den Aufzugschlüssel nicht hat, weil mich der interessiert. Gucken wir mal den Tunnel an. Hi. Hast du zufällig magische Steinschwertschlüssel? Nee? Okay. Was ist das? Rissschild. Betörender Ast. Betört durch bohrte Gegner. Okay. Was auch immer. Jetzt hatte ich gerade noch was im Kopf. Was ich machen, mir anschauen wollte, wie auch immer. Was seid ihr denn für hässliche Dinger? Ach, guck mal, hier unten ist noch ein Samen. Ich bin noch nicht... eine Saat. Ich bin noch nicht auf der höchsten Anzahl der... der Flaschen angekommen. Was ist denn die höchste Anzahl der Flaschen, die man haben kann? Momentan habe ich 13. Wahrscheinlich sind es 15, oder? 14? Oh! Wie viele brauche ich für das nächste Upgrade?
Mit 5 goldenen Saaten. Wie viele habe ich? Also da werde ich jetzt nicht, wegen einer Flaschenaufladung, werde ich jetzt nicht durch die Gegend latschen und diese Dinger suchen, ne? Upgrade-Material, hier müsste es dabei sein, oder? Erstellung. Nee. Hier. 2. Fehlen mir noch 3. Mir fehlen die letzten 3 Gold. Bis ich die da alles abgeklappert habe, ey, vergiss alles. Wow, ich habe ihn nicht gesehen. Barbaren brüllen, das gefällt mir. Oh, wo ist der Tunnel? Ach, okay, lol. Neben der Gnade. Muss ich dafür hoch? Wahrscheinlich, wa? Barbaras Rhabarber-Barbaren. Die Rhabarber-Barbaren, die habe ich tatsächlich selber... Oh, dich habe ich auch nicht gesehen. Mein Gott. Das habe ich früher sehr oft aufgesagt, diesen Spruch. Bevor Bodo Wartke und so da Dinge getan haben. Wandtanzvideo. So einen Quatsch machen wir gar nicht erst mit, ey. Währenddem wir hier so gemütlich durch eine Höhle laufen und ich vergiftet werde und von Dingen angegriffen werde, die ich nicht sehen kann. So gemütlich ist es dann doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich fange jetzt an, einen Witz zu erzählen, aber hier ist es ja voll nervig. Hier ist überhaupt nichts gemütlich. Habe ich irgendwas gegen das Gift eigentlich? Weil das nervt mich jetzt gerade. Todespest, halt vollendes Blutverlust, Frost, Schlaf, Wahnsinn. Wow, gegen Gift habe ich nichts. Super. Wie, nach oben? Ich will doch gar nicht nach oben. Ich will durch den Berg durch. Ja gut, wenn man schon vergiftet ist, dann braucht man sich auch keine Sorgen machen, ne? Dann ist sowieso schon Hopfen und Malz verloren. Was ist hier noch an Loot? Loot! Was hast du hier verloren? Einen Runenbogen. Sag mal, Jungs, habt ihr nicht gemerkt, dass alle eure Kumpels jetzt schon an mir draufgegangen sind? Müsst ihr auch noch auf mich draufprügeln?
oben ist ein Spalt mit Licht. Der explodiert! Hoppla, das wollte ich nicht, egal. Ruinen übersäter Abgrund. What the fuck? Wait, what? Wo bin ich hier? Immer noch hier irgendwo? Warte mal, was? Das ist ja voll der Weg, ey. Was ist das? Warte, was sehe ich hier vor mir? Was bin ich sehend? War ich da? Ah, das ist... Okay, wait. Das ist, jetzt. Okay, ich verstehe. Holy shit. Jetzt weiß ich, warum es nach oben geht, weil der Aufzug da drin führt einen ja auch nach oben. Krass. Okay. Das ist ja geil, ey, dass die hier einen da rauslassen und dann dahin führen, dass man auch mal da runter guckt. Hey, gut gemacht. Richtig gut gemacht. Ist so ein kleiner Loot, so, hier, komm mal her, guck dir das mal an. Wirf mal einen Blick die Schlucht runter. Hier sind Fledermäuse, die wollen dich die Schlucht runter schmeißen. Geil. Stark. Ey! Fliegeviecher in diesen Spielen sind ja der Horror, ne? Alle. Ohne Ausnahme. Alles, was fliegt in irgendwie diesen Souls-Spielen. Diese Jump-and-Run-Passage wird niemals, wenn es hier irgendwie weitergehen würde, genug entlohnt werden. Deswegen lassen wir es einfach. Gibt es eine Leiter? Wo führt diese Leiter hin? Ist das einfach zum Sachenfarmen hier? Noch ein Dunkelschmiedestein. Ja, gut. Hunde waren nicht mehr nervig genug, ja. Ab wann gab's denn fliegende Sachen? War das nur Elden Ring? Nee, das gab's doch in Dark Souls 3, gab's doch auch schon irgendwelche Fliegeviecher, oder nicht? Nee, in Dark Souls, nee, oder? Das hier sieht irgendwie jetzt so nach Bosskampf aus und wir haben wieder so eine Fledermaus, die da oben singt. First time in Elden Ring. Ja, dann klatsche ich jetzt erstmal diese Mutterfledermaus. Weil du kannst nämlich ganz schön nervig werden. So.
Das kann schon sein, die machen ja in Elden Ring auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn und auch zum Bekämpfen ist es angenehmer zumindest. Jetzt, wenn ich mir überlege, dass ich mit Dark Souls 3 Sprungmöglichkeiten und so dann Fliegeviecher angreifen sollte. Gibt's Viecher, die sind lange in der Luft, aber die fliegen nicht wirklich. Welche waren denn das? Weiß ich gar nicht. Verwandeln sich und bekommen Flügel. Ach, das habe ich immer. Das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die immer so schnell gekillt. Deswegen kann ich mich nicht an fliegende Viecher erinnern. Wo kam denn die Fledermaus jetzt her? Ey, das ist ja ein krasser Weg, ne? Ja, heftig. Und hier unten immer diese zwei riesigen Ritterstatuen. Meistens mit einem, in einer Gruppe mit einem Giftanführer. Boah, du, ey, nee, mir fällt's wirklich nicht ein. Jetzt haben wir hier zwei von euch. Hier ist ein Aufzug. Okay, und wo wäre es jetzt da hinten hingegangen? Ach, guck mal, sie geben einem eine Gnade auf halber Höhe. Cool. Immerhin. Ah! Osttür. Vielleicht ist doch die ganze Höhe schon. Was ist das hier? Hallo? Fledermausboss, wo sind Sie? Wie ich wusste, dass es eine Fledermaus ist. Ah, nee. Ach, guck mal. Wer ist der denn? Das ist der kleine Bruder von, Theodor, oder? Ich glaube, Theodor war der Name. Der kleine Bruder von Theodor am Start. Ah, jetzt bist ein bisschen böse auf mich, ne? Jetzt bist ein bisschen böse auf mich. Oh, jetzt komme ich nicht an ihn ran. Schweinerei. Ah doch, gerade noch. Guck mal. Zack. Magma-Lindwurm, Schuppenschwert und ein Drachenherz. Das gab einen Erfolg. Okay. Alright. Der gute Theodor. Ja, jetzt hat er seinen Bruder zurück. Ja, das kann ich vergessen. Brauche ich alles nicht. Das ist schon auch ein geiler Weg hier. Gut, der Aufzug geht ganz schön weit nach oben tatsächlich. Und da kommen wir in... Da kommen wir auch schon im Altersplateau raus.
In welcher Ecke sind wir denn jetzt hier? Ja, besseres Wetter wäre jetzt cool. Dann könnte man hier auch ein bisschen was sehen. Wo gucke ich hin? Ah, oh, ah. Ich gucke zu Rannis Turm runter. Okay. Dann kommst du hier raus und dann ist wieder der Baum am Start. So, wo bin ich hier jetzt? Ach, wait. What? LOL. Und dann kann man hier hoch. Hier in der Ecke war ich ja noch gar nicht. Was für einer bist du da oben? Du bist so ein... Komm mal runter da, damit ich dich verhauen kann. Du bist der kleine Bruder von Margit. Siehst jedenfalls genauso hässlich aus. So, ich weiß jetzt immer noch nicht. Ich hätte mir gerne diese Ecke da oben hier noch angeguckt, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Aber es sieht fast so aus, als würde es hier irgendwo lang gehen, so. Hier außenrum. Das würde ja bedeuten, ich müsste da drüben eventuell einen Weg finden können. Hm, weiß ich noch nicht. Wölfe. Ja, was auch sonst. Hässliche Wölfe. Ja, und dann gab es noch irgendwas. Was wollte ich noch machen? Habt ihr noch irgendwelche coolen Waffen, die es zu sehen gibt oder so? Nee, ne? Heilige Ordnung. Okay. Nee, hier komme ich doch niemals irgendwo da hoch. Ruinen des Parfümeurs. Ohoho. Bist du der Parfümeur? Du siehst eher aus wie ein Zwei-Sterne-Koch in einem schäbigen Restaurant. Nicht wie ein Parfümeur. Wow, 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 wow. Leute, 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 Leute. Chillt mal. Ihr wollt's echt wissen, oder? Dann verhau ich dich halt. Lol, dieses Schild ist ja krass. Handbuch des Parfümeurs, okay. Ja, diese Parfüme habe ich schon festgestellt, irgendwie mal gehört oder irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, die sollen gar nicht so ohne sein. Ja, hier unten sieht es so aus, als gäbe es hier eine Höhle, sonst wäre diese
diese Statue da oben nicht. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt machen. Ist noch irgendwie ein Boss, der hier unten rumgammelt, der dann irgendwie ein bisschen schäbig ist. Also ich meine, wenn ihr mir sagt, dass ich bei diesem Turm hier nur, keine Ahnung, hier rüber teleportiert werde und das war's, dann brauche ich mir das nicht angucken, dann ist es nichts Besonderes. Bin gerade schwer am Überlegen, ob es noch was gab. Ob ich noch irgendwas erledigen sollte. Vor dem DLC irgendwas sehen sollte. Ja, guck mal, genau die beiden meinte ich nämlich. Das interessiert den anderen gar nicht, dass sein Kumpel hier gerade am Abkratzen ist. Aua! Jetzt ist der andere dazu gekommen. LOL. Hören Sie bitte auf jetzt. Danke, Herr Baumwächter. Sie sind zu spät zum Kampf gekommen. Erdenbaum Großschild. Eine Heldenrune. Nice. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie übel das gewesen wäre, wenn ich die beim ersten Mal hier hochlaufen versucht hätte zu killen. Haben wir die beiden auch noch gekillt? Nice. So, mir ist gerade eingefallen. Mir ist gerade eingefallen, was noch fehlt. Und zwar wie, wo, wo aktiviere ich die Rune von... die Rune von Marlene. Wo aktiviere ich die Rune von Marlene? Weil die sind ja noch nicht aktiviert. Ich habe ja noch nicht alle Runen aktiviert. Das wäre noch ein Ding. Wo kann ich sehen, welche ich noch nicht aktiviert habe? Oder habe ich alle aktiviert? Hat mir Marlene gar keine Rune gegeben? Dann sind sie doch alle aktiviert, oder? Rickards? Wo sehe ich, ob die aktiv ist oder nicht? Die Unaktiven sind weiter unten. Ah, guck mal hier. Da. Die beiden noch. Such den isolierten heiligen Turm auf jenseits der verlorenen großen Brücke. Okay. Wir das Verhergreiben des Weihezeichen zusammengesetzt und macht das Prinzip Lebens im Tode zum Teil der Ordnung. Die goldene Ordnung wurde durch die Einschränkung des Schicksalstodes erschaffen. Folglich wird der Tod die neue Ordnung. Okay, die kann man nicht aktivieren. Capital City gibt es einen Teleporter. Such den isolierten heiligen Turm auf jenseits der verlorenen großen Brücke.
Jenseits. Also das wird wahrscheinlich der hier sein. Das sieht doch so aus wie die Türme, oder? Nee. Nee. Ja, der. Ah, okay. Jenseits der verlorenen großen Brücke. Damit ist aber nicht die hier gemeint. Es könnte die sein, aber Chat sagt, Capital City gibt es einen Teleporter. Oh, das wird natürlich jetzt wild. Hier oben war ich auch noch nicht drin, aber ich glaube, das ist wieder nur so ein Arena-Ding, ne? Da wird es nichts Besonderes geben. Hier gibt es einen Teleporter. Uff, 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 uff. Laufe ich jetzt einfach... Aber die ist doch... Die ist... Moment, ich teleportiere mich jetzt. Nee, das sind die Katakomben. Da will ich eigentlich nicht rein. Ich port mich jetzt einfach mal in die City, weil die ist ja sowieso, mit Asche bedeckt gerade. Komme ich da überhaupt noch hin? Ist der Teleporter so überhaupt erreichbar? Limgrave-Insel ganz im Süden gibt's auch einen. Also hier irgendwo. Boah. Ja. Hier so die Ecke vielleicht. Der teleportiert dich zum anderen Teleporter, wo ein Golem rumliegt. Habe ich... Ja, dort, okay. Habe ich einfach gleich mal richtig geraten. Guck mal, ey, was für ein Gespür ich für sowas habe, ne? Immer wieder mal passiert's. Immer wieder mal passiert's, dass ich dann doch irgendwie ein Gespür für solche Orte habe. Dankeschön, Miko, an der Stelle. Ja, puste du nur in deine Trompete. Was ist das für ein Fort? So, jetzt nochmal. Irgendwo hier muss ein Teleporter sein. Könnte natürlich da oben drauf, aber ich sehe gar keinen. Bin ich jetzt an der Stelle? Ja, ich bin genau hier. Ah, der wird wahrscheinlich... Vielleicht wird er irgendwo außerhalb stehen. Da hinten bei dem Sumpf oder so. Nee, nee, nee. Oder meinst du das mit dem Teleporter? Wahrscheinlich ist das gemeint, der Teleporter. Ich dachte so ein Magie-Teleporter. Oh ja, okay.
Wait, wo hast du mich denn jetzt hingebracht? Ha. Wow. Darf den gar nicht benutzen, weil ich jetzt hierher teleportiert wurde und ich den von unten erstmal aktivieren müsste eigentlich. Witzig. Bist du einer, den ich verhauen muss? Ja, das ist richtig geil, wenn du natürlich, wenn du im Early Game da hinkommst und das entdeckst und dann plötzlich hier stehst und dir denkst, what the freak? Das ist natürlich der Hammer, ja. Bei mir, ich hatte ja gesegneter Tau-Talisman. Da. Regeneriert langsam Lebenspunkte. Naja, okay. Ich hatte den Moment ja hier mit, nee, ganz so nah wurde ich nicht teleportiert. Mich hat's hier irgendwo in die Ecke verschlagen, glaube ich. Durch irgendeine Teleporterfalle. In die Mine, genau. Wenn du dann auf die Map guckst und denkst, Scheiße, wo bin ich denn jetzt? So, da sind wir doch. Ohne große Rätselei, ohne große Sprungpassagen, ohne Boss, ohne... Ja, echt, ich darf einfach hier hochgehen? Ohne irgendwas? Ohne, dass mir irgendwer auf den Sack geht? Ohne alles? Ja gut, ich meine, der Weg hierhin war ja schon irgendwie... Muss man auch erstmal finden, ne? Der Weg hierhin ist es, der einen da wohl ein bisschen in den Wahnsinn treiben kann. Wenn man nicht gerade die Hilfe aus dem Chat oder aus dem Internet nimmt. Weil da musst du erstmal drauf kommen, dass du in den südlichsten Süden... Bist du jetzt eigentlich Moloko plus... Extra. Molo. Hi. Nein, noch nicht. New Game Plus. Noch kein New Game Plus. Nein. Malenias große Rune. Spiel beendet. Ja. Anfang ist das Tor versperrt und später habe ich vergessen, dass ich mal dort war. Ja, das kann natürlich auch passieren. Regeneriert Lebenspunkte durch Angriffe nach erlittenem Schaden. Okay, das ist also die Einschränkung für die ganze Nummer. Ich muss Schaden erleiden und kann dann Lebenspunkte regenerieren.
Malenias Rüstung und Waffe, wo sind die? Ich vermute, dass ich dafür wieder hier irgendwo hin muss. Roundtable. Ach so, ja, stimmt. Ich kann ja. Hier quasi. Na, meinst du? Bei der Toten, die ich gern verprügeln wollte, schon lange mal. Jetzt flackt sie da. Ich habe halt kein Geschicklichkeitsbild. Ja, diese. Also, wenn dann die Waffe, aber. Eigentlich beides. Ich kann ja das andere. Ich kann es ja wieder herstellen und das andere auch noch holen. Weil die Überlegung ist. Ja, ich habe. Ich glaube, ich habe bisher nur. Ich habe bisher nur ein einziges Mausoleum aktiviert. Verkauft sie auch die Rüstung? Ich glaube, sie verkauft auch die Rüstung, ne? Ja. Welches ist ihr Rest? Welches sind ihre anderen Rüstungsteile? Ah, hier, Malenia. Malenia. Wie, Malenia hat keine Beine? Doch, da, Malenias Beinschutz. Jetzt will ich mir natürlich mal anschauen, wie das aussieht. Wenn da ein Kerl drunter steckt, ist das einfach irgendwie seltsam. Der passt da nicht hin. Wie er auch steht, das passt so überhaupt nicht. Es ist schließlich 2024. Ja, trotzdem sieht's dumm aus. Oh Mann. Okay, cool. Haben wir das auch schon mal besorgt. Ich würde aber auf jeden Fall noch schnell die Rune wieder herstellen, weil ich glaube, ich müsste ja noch einen. Hatte ich die an? Ja, ich glaube, die hatte ich an, ja. Dann diese Handschuhe und ich weiß gar nicht mehr. Auch die fette Hose, ne? Ja. Glaube, so bin ich rumgerannt. Nee. Ja, doch, das passt. Ich weiß nicht, ob ich dieses Mausoleum schon aktiviert habe. Ich habe es mal platt gemacht. Ich weiß aber nicht, ob ich es schon aktiviert hatte. Aus Probe, Probierzwecken, zu Probier. Aus Testgründen. Dann hole ich mir ihren Zauber auch noch. Und ja, es ist tatsächlich in Planung, auch einen Malenia Cosplay Run zu machen. Ich hätte nur. Oder ja, irgendwann mal halt im New Game Plus oder so. Einmal eine Runde machen. Kann ich das? Wo sehe ich das hier? Wo ist sie denn? Da.
weiß nur noch nicht. Also wenn, dann würde ich halt auch gerne diesen Helm aufziehen. Und mir eine rote Perücke aufsetzen. Nur sind die Helme, die ich gesehen habe, halt alle irgendwie schäbig. So, eine Sache noch. Wie komme ich hier hin? Wie komme ich hier hin? Da will ich hin. Ich gehe ins DLC mit diesem Stand hier. So wie ich bin. Ganz normal. Als würde ich einfach einmal das Spiel durchspielen. Ohne große... ohne großes Waffen-Backseat-Gaming googeln, wie cool, was ist cool und so weiter, sondern einfach so wie ich mich gut fühle und dass ich denke, ich habe coole Sachen dabei. Und das denke ich, habe ich aktuell. Auch wenn einige Stimmen andere Dinge behaupten. Nach der Sternenbestie ging es darunter. Ja, nee, Sternenbestie habe ich besiegt, dann bin ich hier runter und dann komme ich hier rein. Und wenn ich hier rumgelaufen bin... ah, Moment, es könnte aber sein, dass ich hier unten durch muss und dann darüber komme. Das kann noch sein. Warum bin ich da nie weitergelaufen? Weil es mir irgendwie super stressig war da in der ganzen Ecke. Die ganze Ecke hier war mega stressig. Nee, stimmt nicht. Hier geht's nicht weiter. In Altus gab es ein Skelett-Schiffsdude auf dem See. Hinter dem See unten geht es weiter. Okay, wait. Moment. Kannst du mal... Hand, geh weg. Ich will teleporten, danke. Ja, genau, da wo Millicent war. Das war hier. Ja, und dann geht's hier runter. Millicent war hier. Aber hier war ich vorhin. Da war so ein Parfüm-Ding und da ging's nirgends. Ist hier irgendwo eine Höhle, wo man durch muss, oder wie? Also hier ging's nicht weiter. Auf dem See Richtung Westen, also dahin. Okay. Ich guck mal. Ich will es mir nur kurz angucken, weil in der Ecke war ich einfach noch nicht. Da hätte ich jetzt nicht nochmal geschaut, tatsächlich. Nicht dieser See. Auf dem See. Hier? Nee. Skelett-Dude. Warte mal. Wo waren das nochmal? Ich erinnere mich an irgend so eine Skelett-Lady, die ich verprügelt habe. Hier dann irgendwo? Also soll ich hier nach Westen laufen? Donnerstrom. Grace, okay.
Ach so, das ist hier, okay, das ist hier ganz woanders. Gut, da sehe ich natürlich auf der Map jetzt gerade keinen See. Vielleicht hat mich das irritiert. Ja, guck mal, hier ist zumindest Wasser. Ha. Jetzt nach Norden und dann hier rum, oder was? Weiter durch das Tal. Okay, ja. Ja, hier durch. Okay, so wie ich nach Norden und dann geht's links rum irgendwann wahrscheinlich. Was ist das hier? Ach, guck mal an. Und schon fehlen uns nur noch zwei Saat. Danke. Unnötig. Was ist das da vorne für ein Loch? Also, da brauche ich so einen Steinschwertschlüssel, ne? Gucke ich da jetzt rein? Ach, da wird eh nichts Spannendes drin sein. Was passiert denn mit euch? Fallen einfach irgendwelche Leute von der Decke. Aus dem Himmel, da war ja nicht mal eine Decke. Ja, Mensch. Ich weiß, hier ist Lava und so. Ja, ist ja gut. Ach, guck mal, sind wir jetzt schon hier, ja? Ach krass, okay, ich glaube, das hätte ich so nicht gefunden auf die, also ja, heftig. Und da oben ist die andere Grace. Mein Gott. Was ein Akt. Ja, krass. Okay. Oh, was geht denn hier so? Hallo. Kann mir einer sagen, wo der Eingang ist? Hallo. Ich würde gerne mal euren Heerführer sprechen. Nee? Guten Tag. Sind Sie der Heerführer? Hä, das ist ein neuer Boss, den habe ich noch gar nicht gesehen. Lol. Was bist du denn für einer? Du bist kein Boss. Du bist einfach ein normaler Gegner. Aber dich habe ich noch gar nicht gesehen. Du warst ja cool. Also, nur weil ich dich so schnell killen konnte. Ich denke, wenn ich hier mit einem niedrigeren Level angekommen wäre, wärst du ganz schön nervig gewesen mit deinem Feuerding aus dem Helm raus, aber. Rüstungsschmied. Hallo? War das der Heerführer? Schlummerndes Ei. Warte, da hat irgendwer geredet. Warum ist hier die Kiste auf? Wer hat meinen Loot geklaut? Hast du meinen Loot geklaut? Nee? Keiner da? Ich hoffe, ich habe den, der meinen Loot geklaut hat, bereits erwischt. Das war's hier? Irgendwer hat doch gerade geredet. Und was ist das für ein Ei? Ein schlummerndes Ei, Moment. Mal gucken, ist das, was ist das für ein Material? Ist das ein Material oder was ist das?
Hier. Ah, davon habe ich schon mehrere. Okay. Jagd durch auf Eulen. Lol, das war's? Ja, sieht so aus. Das scheint es gewesen zu sein. Ah. Ja, gut. Ansturm des Prälaten. Rammt die Waffe in den Boden, um eine Feuersbrunst zu entfachen und stürmt dann los. Halten, um den Ansturm fortzusetzen. Stärke A. Nee, Quatsch, das ist meine aktuelle. C. Ist das ein geiler, riesiger Hammer, Alter. Wie geil ist das denn? Das ist ja super. What? What? Geil. Das ist eine coole Waffe. Dagegen sieht sogar meine große Keule klein aus. Absolut, ja. Was kann die Besonderes? Nix. Achso, ich habe kein Mana. Ach, beharren, das ist nichts Besonderes, glaube ich. Aber das Ding ist der Shit, Alter. Das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. Da gibt's auch noch Lava, schreibst du jetzt. Was, wie, wo? Hier unten die, meinst du? Einfach mal dahin gucken. Ich würde ja die Keule gerne benutzen, aber die ist nicht gelevelt. Hi. Was? Ach, ist das großartig. Okay. Das ist schon cool. Das ist schon ziemlich cool. Aha, hier ist eine Marika-Statue. Was bist du? Ah! Hey! Kumpel! Weißt du was? Ich habe Theodor schon erwischt. Ist dein... Ja. Ja, ja. Tut mir leid, so ein bisschen. Ich finde euch alle irgendwie cool. Die ganze Familie. Ich finde die ganze Familie echt cool. Ihr seht witzig aus. Ich bin tot. Scheiße. Dämliche Lava. Nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufs Leben geschaut gerade. Wenn man dann zu leichtsinnig wird. Wie Gelmir. Fuck. Ey! Sag mal. Ach so, ich hab sie gar nicht zweihändig.
Der letzte Theodor und ist, doch Theodor war. Nee, doch. Ach. Vielleicht der letzte Theodor. Oh nein, ist das sowas wie das letzte Einhorn? Oh nein. Mist. Haben wir tatsächlich den letzten Theodor getötet? Der letzte Theo. Ruhe in Frieden. Letzter Theo. Wir werden um deine Anwesenheit trauern. Bei der Lava-Gegend beim Rickard-Dungeon. Boah, du fragst mich Sachen, ey. Hier so. Nee, das ist... Das ist der Rickard-Dungeon. Sepp, pst, stell hier jetzt nicht solche Fragen. Das untergräbt die Absicht meiner Aussage. Achso, bin ich hier von oben runtergefallen? Kann das sein? Sieht fast so aus, hä? Hm? Soll ich mich hier nochmal genauer umgucken? Weiß ich nicht. Ich denke, diese Lava-Gegend ist nicht gemeint, so wie es aussieht. Da, wo der dicke Godskin war, dann raus durch das Haupttor runter in einem Aufzug. Da, Aufzug. Ach du Scheiße, nee, ich glaube, hier war ich noch nicht. Obwohl, weiß ich nicht. Nee, hier war ich glaube ich nicht. Au! Ja, ich hab's fast schon vermutet.
dass mich ein letzter Theo hier erwartet. Aber der zählt gar nicht als echter Theo. Das ist gar kein echter Theo. Das ist nur ein halbechter Theo. Der sieht nur so aus. Und führt sich so auf. Wie ein Theo. Ist aber gar keiner. Ey. Hör mal auf jetzt. Das ist ein Möchtegern-Theo. Ist kein echter Theo, leider. Leider kein echter Theo. Aber er gibt auch ein Herz. Schön, dich kennengelernt zu haben, Theo. Hä? Ich wollte da hinten an den Loot ran. Da hinten ist doch Loot. Schmiedestein. Ja, cool. Ein Theo Fanboy. Ah, ja. Ah, Leute. Ich glaube, mit der Vernichtung des letzten Theos können wir auch sagen, ich bin ganz gut vorbereitet fürs DLC. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich noch ultra krass irgendwie hochleveln müsste oder sowas. Ihr habt mir noch die eine oder andere Sache gezeigt, so die eine Waffe mit dem Finger, die ist richtig cool. Ich habe noch die Rune aktiviert, ich habe mir noch Marlenes Sachen geholt. Vielleicht geht's ja ins DLC auch ein bisschen als Marlene. Wäre eigentlich doch ein cooler Aufhänger auch, ne? Müsste ich halt voll umskillen. Allerdings, ich weiß nicht, das ist halt so ein... Da bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich würde ich gerne mit meiner Ausrüstung, die ich mir so zusammengebastelt habe, im Laufe der Zeit ins DLC gehen. Ich glaube, das ist cooler zum Spielen. Und auch, um einfach eine Geschichte weiterzuerzählen in diesem ganzen Let's Play. Deswegen... Wahrscheinlich eher so und als Marlene dann nochmal das ganze Spiel im New Game Plus oder so. Könnte man sich überlegen. Aber ja, bis zum Elden Ring DLC weiß ich nicht, ob ich nochmal in das Spiel reingucke. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Einschalten. YouTube. 22 Tage noch. Twitch, bleibt auf jeden Fall dran. Es geht hier noch weiter. Aber YouTube, danke. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.